Sprache spricht nun Stefan Meyer von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, auch ich bedauere persönlich außerordentlich die Entscheidung der Briten, aus der Europäischen Union auszutreten. Ich sage dies aber nicht nur als Person, sondern auch in meiner Funktion als Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe. Das ist ein schwerer Fehler, den die Briten jetzt vornehmen, aber wir müssen diesen akzeptieren und auch respektieren. Und es ist mit Sicherheit unbestreitbar, die Verhandlungen, die jetzt bevorstehen, werden die schwierigsten, die komplexesten sein, die die Europäische Union, aber auch Großbritannien jemals geführt hat. Und natürlich ist es auch richtig, dass es in diesen Verhandlungen keine Rosinenpickerei geben darf, keinen Britenrabatt geben darf und keine Extrawürste geben darf für die Briten. Und es stimmt natürlich auch, dass unser prioritäres Ziel sein muss, dass die EU der verbleibenden 27 Länder zusammenbleibt. Ich bin der festen Überzeugung, kein Land in der Europäischen Union hat ein so großes Interesse daran, dass die EU zusammenbleibt und noch stärker wird wie Deutschland. Deutschland ist im Zentrum Europas, wir haben die meisten Nachbarn in Europa und wir sind das größte Land, auf das natürlich immer auch sehr intensiv geblickt wird. Ich sage aber auch ganz offen, ich hielte es für falsch, wenn die anstehenden Verhandlungen mit Großbritannien jetzt mit dem Duktus geführt werden, der Schadenfreude, mit dem Duktus der enttäuschten Liebe. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel vollkommen recht hat, wenn sie darauf hinweist, dass es einen klaren Unterschied machen muss, ob ein Land sich innerhalb der Europäischen Union befindet oder ob es sich außerhalb der Europäischen Union befindet. Ich sage aber auch dazu, auch die britische Premierministerin Theresa May hat recht, wenn sie darauf hinweist, dass Großbritannien zwar aus der EU austritt, aber nicht aus Europa. Und deswegen sage ich auch ganz offen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, passt das Beispiel der Scheidung nicht ganz so gut. Bei einer Scheidung, nach einer Scheidung kann man, wenn man will, sich für immer und ewig aus dem Weg gehen. Aber Großbritannien bleibt in Europa. Großbritannien bleibt Mitgliedsland der NATO. Großbritannien bleibt Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Und Großbritannien bleibt ein wichtiger und zentraler Partner für Deutschland. In vielfältiger Hinsicht arbeiten wir bestens und hervorragend mit Großbritannien zusammen. Und ich sage ganz ausdrücklich, wir dürfen dies auch aus deutschem Interesse jetzt bei den anstehenden Verhandlungen nicht gefährden. Ich möchte nur die Zusammenarbeit im Terrorismusbereich und in der Sicherheitspolitik erwähnen. Wir sind hier eine Schicksalsgemeinschaft. Wir sind hier in Berlin auf schreckliche, tragische Weise Opfer eines verheerenden Anschlags 5 Tage vor Weihnachten letzten Jahres geworden. Die Briten vor einer Woche Opfer eines ähnlich gravierenden Anschlags. Dies schweißt uns auch zusammen, gerade jetzt der Kampf gegen den internationalen und den islamistischen Terrorismus. Und auch im Bereich der internationalen Friedensarbeit, der internationalen Konfliktbewältigung sind die Briten für uns einer der wichtigsten Partner. Und ich sage auch ganz offen, natürlich ist die Wirtschaft nicht alles, aber ordentliche und vernünftige Wirtschaftsbeziehungen sind die Grundlage dafür, dass wir uns hier in Deutschland vieles leisten können und dass sich auch Großbritannien vieles leisten kann. Und wir dürfen es bei den anstehenden Verhandlungen nicht außer Acht lassen, dass wir Deutsche für die Briten der wichtigste Exportmarkt sind, was Güter anbelangt. Und Großbritannien ist für Deutschland nach den USA der zweitwichtigste Exportmarkt von Gütern. Jährlich werden fast 100 Milliarden Euro an Gütern von Deutschland nach Großbritannien exportiert. Es gibt 2.500 deutsche Unternehmen, die in Großbritannien engagiert sind. Sie beschäftigen 400.000 Mitarbeiter. Britische Unternehmen beschäftigen 250.000 Mitarbeiter in Deutschland. Unternehmen wie Siemens, wie BMW, wie E.ON, RWE, Bosch sind wichtige Arbeitgeber in Großbritannien. Und wir dürfen dies auch nicht gefährden, sage ich auch ganz deutlich, indem wir vielleicht in den Verhandlungen, auch getrieben von den Emotionen, zu stark auch die Muskeln spielen lassen. Mir ist dies wirklich sehr ernst, weil ich die große Gefahr sehe, dass ansonsten wirklich das bei rauskommt, was Herr Kollege Schäfer, Sie apostrophiert haben, nämlich dass eine Lose-Lose-Situation am Schluss das Ende der Verhandlungen ist. Und ich sehe es nicht ganz so fatalistisch wie Sie, ich sehe es nicht als gesetzt an. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen, wenn wir klug sind, die Verhandlungen so führen, dass wir die Briten nicht als unsere Gegner ansehen, sondern dass wir sie als unsere Verhandlungspartner ansehen, getrieben davon, dass wir am Schluss eine für beide Seiten möglichst akzeptable und vernünftige Lösung herausbekommen.
Und natürlich, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, bin ich nicht so naiv, um anzunehmen, dass die Briten nicht alles tun werden, um ein für sie optimales Ergebnis bei rauszubekommen. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass Großbritannien und Deutschland engstens verwoben sind. Auf Ebene des Parlaments, auf Ebene der Städtepartnerschaften. Es gibt ungefähr 600 Städtepartnerschaften zwischen deutschen und britischen Städten. Der Vorsitzende, der Leiter des British Museum oder auch des Victoria and Albert Museum sind Deutsche. Der Leiter des Humboldt Forums hier in Berlin ist ein Brite. Also ich hoffe, dass die Verhandlungen nicht von Emotionen getrieben werden und geführt werden, sondern dass die Ratio und die Klugheit uns leitet. In diesem Sinne sind die Verhandlungen mit Sicherheit schwierig, aber wenn man sie konstruktiv, vernünftig und mit dem notwendigen Respekt und mit der notwendigen Fairness führt, dann bin ich auch der festen Überzeugung, dann kann am Ende für beide Seiten ein ordentliches und vernünftiges Ergebnis bei rauskommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Mayer. Damit schließe ich die Aufmerksamkeit.